Herzlich willkommen bei Einfach Englisch. In diesem Video geht es um das TH, wie zum Beispiel im Wort the, und darum, wie man es richtig ausspricht und mit welchem Trick man die richtige Aussprache gut üben kann. Nehmen wir mal einen Beispielsatz, in dem oft das TH vorkommt. Wenn man Deutsch spricht und dann Englisch lernt, kann es schon mal sein, dass man das TH nicht so ausspricht, wie man eigentlich sollte. Dann klingt ein Satz falsch schon mal so. They think that it's Thursday. Richtig würde er klingen. They think that it's Thursday. Da hört man schon, dass das TH nicht wie ein Z ausgesprochen wird. Aber wie bekommt man die Aussprache jetzt richtig hin? Bevor man das übt, muss man erst einmal wissen, wie man das TH richtig ausspricht. Wie du hier auf dem Bild siehst, ist beim TH dein Mund leicht geöffnet und deine Zungenspitze, hier in dunkelrot, berührt die Rückseite deiner oberen Schneidezähne. They think that it's Thursday. Um so das TH auszusprechen, gibt es einen einfachen Trick. Halte dir deinen Zeigefinger vor die Lippen, als würdest du jemandem zeigen wollen, dass er oder sie leise sein soll. Wenn du so das TH aussprichst, sollte deine Zunge ganz leicht deinen Finger berühren und du sprichst das TH richtig aus. They think that it's Thursday. Einen Tipp gibt es noch. Wenn sich dein TH immer noch wie ein Z anhört, also zum Beispiel think anstatt think, hast du wahrscheinlich deine Zunge nicht weit genug vorne an deinen Zähnen. Und das war's zu diesem Thema auch schon. Bis zum nächsten Mal bei Einfach Englisch.